Hallihallo, mein Name ist Ziegel von dem Minecraft-Server Seacraft und ich habe mir bei unserem Server bereits des Öfteren die Frage gestellt, was kann man eigentlich in Minecraft alles für Spiele realisieren? Es gibt natürlich einige Möglichkeiten und auf eine möchte ich hier direkt mal eingehen, die Möglichkeit eines Hebelspiels. Und zwar in der Hinsicht, dass man zum Beispiel wie hier 12 Hebel hat oder welche Anzahl auch immer. Und wenn jemand dann die richtige Kombination rausfindet, geht diese Tür auf und man kann sich die Belohnung dahinter einfach nehmen. Um kurz zu zeigen, wie ich das genau meine, demonstriere ich kurz die momentane korrekte Kombination. Die Tür öffnet sich, man geht hier rein. Diese Druckplatte resettet das System, sodass man auch mit der richtigen Kombi nicht mehr reinkommt. Denn wenn jemand hier reingeht, hat er sich dann ja üblicherweise die Belohnung bereits genommen. So, und das System resetten wir kurz wieder. Dürfte ja eigentlich niemand weiter mitbekommen haben, dass das hier die richtige Kombination ist. So. Und nun wollen wir uns erstmal der Frage widmen, wie kriegt man das eigentlich hin? Was ist das Prinzip hinter diesem Hebelspiel? Wie funktioniert es? Und eigentlich ist es einfacher, als man denkt. Man braucht jetzt keine Ares Knowledges oder sowas für die eigentliche Hebelmechanik. Es ist nur so, jeder Hebel gibt ja ein Signal ab. Und sobald mindestens einer der Hebel ein Signal abgibt, sorgen wir einfach dafür, dass zum Beispiel die Tür, beispielsweise eine Pistentür oder was auch immer, blockiert bleibt, also sprich zu ist. Sprich, wenn wir jetzt, sagen wir, diesen Hebel einschalten, sprich, das hier wäre jetzt in diesem Fall gerade die richtige Kombination und die Pisten würde runtergehen. Und wenn wir jetzt irgendwie, sagen wir mal, die Hebel so machen oder so, das ist alles dann die falsche Kombination. Erst so wird es richtig. Ah, Moment. Ach ne, genau andersrum. Ja, genau so. Gut, dann bauen wir mal kurz aus Testgründen die Pisten hier rein. Die können wir gleich noch passend verkabeln. Und einen Block darauf. So, jetzt tun wir so, als ob der Weg hier blockiert wäre. Jetzt ist er nicht mehr blockiert. Und wenn wir jetzt noch einstellen wollen, dass zum Beispiel, sagen wir, der mittlere Hebel, damit es die richtige Kombination ist, soll er nicht oben sein, sondern unten, dann ersetzen wir einfach diesen Repeater durch eine Torch. Nichts einfacher als das. Und schon ist das hier die richtige Kombi. Jetzt kann man natürlich beliebig viele Hebel nehmen. 10, 20, 30, 40. Und einfach mit der Kombination beliebig herumspielen. Und wenn man jetzt halt ein richtig schweres Hebelspiel machen möchte. Also ich denke mal so mit 12 Hebeln ist man da schon ziemlich gut bedient, denn jeder weitere Hebel verdoppelt die Anzahl an möglichen Kombinationen. Also zum Beispiel bei den 12 Hebeln von dem Hebelspiel, das wir eben gerade an der Außenseite des einen Hauses gesehen hatten, gibt es bereits 4096 Kombinationen, 2 hoch 12. Und das hier ist im Grunde schon die ganze Mechanik, wenn es um die reinen Hebel geht. Jetzt kann man natürlich noch irgendwo eine Druckplatte einfügen, die wiederum ein Ares Knowledge aktiviert, der, wenn aktiviert, einfach hier ein Signal reinsendet. Und sobald das der Fall ist, geht das Ding jetzt auf keinen Fall runter. Das können wir auch mal gerade. Ne, können wir leider gerade nicht demonstrieren. Das müssten wir so tun, als ob wir hierüber dann quasi auf die Druckplatte treten, sprich, die Torch repräsentiert dann die Druckplatte, die wir gerade betreten haben oder betreten werden, wie auch immer. Und dann machen wir jetzt mal einen Ares Knowledge. So. Diesen resetten wir kurzerhand. Okay, in dem Fall kommt dann. Oder ne, den bauen wir etwas anders. Jetzt nicht elendig weit hier drum herum bauen müssen. Also ist der Ledge jetzt resettet. Und sobald dann
sagen wir, also sobald dann von hier quasi ein Signal reinkommt, sind wir dann einfach auf die Dork-Platte getreten, sozusagen, die das System resettet. Und schon ist dann diese angenommene Pistentür durchgehend zu, auch wenn wir hier die richtige Kombination haben. Eben weil hier auf jeden Fall ein Signal reingeleitet wird. Bis wir dann wiederum... das müsste soweit das Richtige sein. Bis wir dann wiederum den Aris Knowledge resetten. Also das ist im Großen und Ganzen die ganze nötige Technik hinter so einem Hebelspiel. Nicht mehr und nicht weniger. Man kann es natürlich noch weiter ausschmücken. Man kann noch irgendwelche Druckplatten und Buttons und so weiter hinzufügen. Aber mit Hebeln ist das, denke ich mal, allgemein etwas einfacher und platzsparender. Würde man das zum Beispiel mit Hebeln lösen, dann bräuchte man eventuell, mit Buttons lösen, bräuchte man eventuell erstmal für jeden Button einen T-Flip-Flop. Und damit eben halt das Signal von dem Button entweder an oder aus ist. Oder wenn man eine bestimmte Kombination haben möchte, zum Beispiel, dass man die 5 Buttons in der Reihenfolge 4, 2, 3, 1, 5 drücken muss oder so, dann braucht man erstmal eine riesige Menge an Aris Knowledges, die da alles abfragen. Also alles in allem ist das hier, denke ich mal, soweit die platzsparendste Möglichkeit, so etwas umzusetzen. Und ja, das war's dann eigentlich auch schon für dieses Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut!